Hallo liebe Bewohner, es ist Samstag, der 31. Oktober 2020 hier auf Henningen. Von heute 17 Uhr bis Mitternacht läuft ein super spukiges Halloween-Event. Es darf sich gegruselt werden. Alle verkleiden sich oder verschenken Süßes an Leute in Verkleidung. Das wird ein Spaß. Von hier aus kann ich zwar keinen begruseln, aber mein Hut sorgt hoffentlich für die richtige Halloween-Stimmung. Weiter mit den Neuesten vom Neuesten. Morgen verabschieden wir uns auf Henning von unserer Freundin Jule. Tja, sie wird kein großer Verlust sein. Endlich zieht sie aus. Drecksvogel. Und wir werden dann einen anderen Bewohner suchen. Schreibt mir in die Kommentare, auf wen ihr Lust habt. Würde mich extrem interessieren. Wahrscheinlich habe ich jetzt erstmal Geld gemacht. Ah, genau. Okay. Genau, ich habe ein bisschen Zeug nachgeholt und es fehlt noch einiges. Aber ja, ich habe Süßigkeiten und alles Mögliche von Ellen bekommen. Danke für alles. Oh mein Gott. Ich hätte ewig dafür gebraucht. Heute 17 Uhr, ne? Also jetzt noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Zeug zu kaufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Deko zu platzieren und, ja. Die Hautfarbe nochmal zu ändern. Ich wollte mich eigentlich als Vampir verkleiden, sah mir dann ein bisschen zu schräg aus. Ich bleib dann lieber beim Standardding. Die ganzen Bewohner sind verkleidet. Schlepp und Nepp haben sich auch verkleidet. Finde ich süß. Schlepp ist ein Bär, Nepp ist eine Katze oder so. Ja, keine Ahnung. Warum verkleiden sich Tiere als Tiere? Es ist... Na, oh, die Details, guckt euch das an. Wie die Kürbislaterne hin und her wippt. Geilo. Und Dörte kriegt natürlich auch noch einen Kürbis. Ich bin so froh, dass ich die noch habe in irgendeiner Form. Ich habe ein bisschen Kleidung bekommen von Ellen. Und ganz viele Süßigkeiten. Also, komplett übertrieben. Deswegen, puh. Alle mal bitte in den Kommentaren bei Ellen bedanken. Gut. Es ist 17 Uhr. Hallo alle zusammen. Unsere Halloween-Feier hat begonnen. Was passiert jetzt? Muss ich die gruseln, oder? Jo, bereit für Halloween? Ist eigentlich Kinderkram, aber ich stehe drauf. Tata, hör mal. Wenn jemand mit einem Kostüm dich nach Süßigkeiten fragt, dann gibst du ihm was. Sonst kriegst du noch einen Streich gespielt und das wollen wir alle nicht, wa? Trick oder Trüffel? Na, wie findest du meinen abgewandelten Halloween-Spruch? Geh nicht so steif, ist mir egal. Du lässt es sofort was Süßes drüber wachsen. Ja, komm. Nimm halt was. Hallo, so muss das laufen. Danke dir, Robin. Ach man, jetzt habe ich natürlich sofort wieder das Bedürfnis, dir auch was Gutes zu tun. Wie wäre es mit einem formschönen Kürbis-Gedecktisch? Oh lol. Okay, wir brauchen alle Items. Dann noch schönes Halloween und so. Ha. Leih mir mal deine langen Ohren. Zu Halloween gehört doch dazu, den Leuten so richtig Angst zu machen. Zum Beispiel so. Ich werde dich fressen. Gediegen, oder? Wenn du heute eine gute Emotion brauchst, geht nichts über Erschrecken. Oh, das ist eine sehr coole Emotion. Und Sascha macht auch mit. Süßes oder saures, Kleiner. Wenn ich dir keinen Streich spielen soll, dann rück was Süßes raus. Ja. Was passiert, wenn man niemals drückt oder so? Sieh an, du bist vorbereitet. Krass, Bruder. Hier hast du einen Lolli. Danke. Das Halloween ist mal wieder geil. Und jetzt kommt Hamid noch. Süßes oder saures, sonst gibt es Sauerkraut. Oh, er ist so süß. Oder saures, egal. Jedenfalls darfst du mir was zum Naschen geben. Die Lutscher würde ich gern behalten, weil ich glaube, die sind special. Die kann man auch nicht kaufen. Danke und so. Voll krass. Hier, Kürbisse gelanden. Ein Halloween-Zimmer wäre natürlich auch wild.
allem, wie sich jetzt die Musik verändert hat. Finde ich cool. Emotionsmeister. Haben wir jetzt alle? Als ob wir alle Emotionen haben. Ah, da kommen noch mal mehr. Für Karneval oder so. Weil 42 ist so eine dumme Zahl. Da presst Nintendo safe noch ein paar raus. Ja, da fehlen noch zwei. Also, ja. Emotionen haben wir noch nicht alle. Machen wir mal Erschrecken rein. Kann ich dich erschrecken? Wie reagierst du? Ah, du erschreckst mich zurück. Süß. So, was haben wir für Items bekommen? Oh, wild. Billigpappbecher vom Edeka. So, wir müssen Leute suchen. Müssen wir auch in die jeweiligen Häuser? Sind die auch alle verkleidet? Ah, by the way, da habe ich jetzt übrigens die Patterns schon platziert. Da kommt jetzt nicht mehr so viel Unkraut. Kokon! Kannst du mich sehen? Ich dachte schon, ich wäre seit 2 Monaten ein Geist. Ich habe dich immer gesehen, aber du hast mich nicht mal angeguckt. Jo, nimm was, Kokon. Ich kann auch nichts dafür. Du warst einfach zu heiß für meine Switch. Jo, danke, Schmecker. Hier ein Kürbisteppich. Der passt so gut zu Halloween und auch zu dir, Schnucki. Ja. Halloween ist mein Lieblingsfeiertag, neben Ostern. Du bist ein sehr komischer Mensch. Also wenn du Ostern feierst, puh. Ich finde das Outfit von Kokon so gut. Ich muss immer lachen, wenn ich den Typ sehe. Oh, ich mag den Bewohner. Er ist so cringe. Flora! Schön, dich zu treffen. Ich bin Flora und ich bin bald ein Popstar. Okay, wir haben uns einen Monat nicht mehr gesehen und so. Ich dachte, du wärst verschollen oder in irgendeinem Keller eingesperrt. Ah, du schenkst mir auch Süßes? Ah, die Leute in dem alles klar. Die Leute in dem Haus schenken einem Süßes. Also da kann man auch mal gratis auffüllen. Ich glaube, ich habe das Halloween-Event verstanden. Und wir können mehrmals mit ihm reden? Das dumme Gesicht. Boah, geil. Und hier noch ein Kürbisboden. Ah, Kokon Ehrenmann. Ich frage mich, was der gerade für ein T-Shirt anhat. Ist er... eigentlich ist er nackt und... Nee, das ist Marienkäfer-Outfit. Ich bin auf mehreren Ebenen verwirrt, auch sexuell. Lol. Gut, dann schauen wir mal, was hier sonst noch abgeht. Genau. Ah, schade, dass wir nur so wenig Bewohner haben. Da hätten noch irgendwie Bewohner von außerhalb kommen sollen und ganz viele. Das heißt, wir geben jetzt eigentlich nur die ganze Zeit Bonbons ab. Und hier die Kürbistapete. Wunderbar. Wir brauchen Lollis, finde ich. Die Frage ist, wo ist Sascha? Oh. Hello there. Du bist auch neu. Dich haben wir mal am Anfang gesehen. Ich habe dein Gemälde bei mir hängen. Ich bin Fan. Süßes oder Saures? Ich bin Jakob, der Prinz von Halloween. Dies ist die Nacht für schauerliche Neckereien und süße Leckereien. Komm zu mir, Halloween ist hier. Oh, es war so aufregend, diesen Tag näher rücken zu sehen. Ich hatte direkt Gänsehaut. Jetzt ist es soweit und ich brauche einen Gehilfen. Sag mir, Kürbiskopf. Denkst du, du hast das Zeug dafür? Absolut. So lobe ich mir das und natürlich belohne ich gute Arbeit meiner Untertanen prinzlich. Du fragst dich sicher, was das für eine Arbeit ist, richtig? Pass auf, bring mir Süßigkeiten. Oh, ich spüre, dass du Süßes bei dir hast, Kürbiskopf. Süßes oder Saures? Na los, gib mir Süßkram.
Zeit für Süßes. Oh, wie köstlich. Und zu deiner Belohnung, weide deine Augen. Hier, eine Jakob-Maske. Oh. Fabelhaft, Kürbiskopf. Jetzt kannst du dich deiner wahren Aufgabe stellen. Als Sechstes wünsche ich, dass du mir die köstlichsten aller Köstlichkeiten bringst. Lollis. Untertanen, die mir diese Delikatesse bringen, erwarten noch weitere unheimliche Belohnungen. Ich kann das in deinen Knochen spüren, Kürbiskopf. Bei den Schatten, irgendwer da draußen, der hat einen Lolli. Gib dem Besitzer des Lollis Süßes und vielleicht überlässt er ihn dir. Kein Preis ist zu hoch. Ich werde dieses Gebiet weiter heimsuchen, also bring mir einen Lolli. Enttäusch mich nicht. Mich hungert's auch nach weiteren Bonbons, was immer du mir bringst. Lass mich nicht zu lange warten. Das scheint mir die perfekte Gelegenheit für eine sinistre Halloween-Emotion zu sein. Pass gut auf. Wenn du mir nichts Süßes gibst, wirst du es bereuen. Na, schlottern dir schon die Knie? Krass, oder? Diese Emotion passt perfekt zu Halloween. Also viel Spaß damit. Okay, jetzt pass mal auf. Wir haben die Jakob-Maske, wir haben den Zauberumhang. Nein. Das Jakob-Gewand. Hat Jakob auch Stiefel? Die sind passend. Meine Fresse, Jakob, willst du einen Bonbon? Ich meine, wir sind doch Freunde, oder nicht? Als ob die einem Zeug schenken. Warte mal, Robin, bist du's? Du hast mich erwischt? Haha, genial. Oh mein Gott, als ob die jetzt einem einfach Bonbons schenken. Krass. Und Sascha erschreckt mir auch gerade noch. Aber ich möchte die andere Emotion mal ausprobieren. Machen wir das Erschrecken wieder raus. Ich finde... das ist jetzt tatsächlich besser. Hamid am Heulen. Okay, krass. Kriegen wir auch Lollis davon? Nee. Wo ist der Kürbiskopf jetzt? Genau hier. Hol an, ich sehe, dir gefällt mein Stil. Als würde man in einen Spiegel blicken. Ich schaue dort gar wohl, ihr Kürbiskopf. Ah, den Geruch kenne ich doch. Du hast einen Lolli dabei, oder? Süß soll das aus. Komm schon. Gib mir was. Hier, nimm den Lolli. Nein. Nein, oh doch. Aber ja. Fröhliches Halloween. Die großartigste Süßigkeit von allen. Mein absoluter Favorit. Lolli. Alles andere kann warten. Zeit für was Süßes. Pass auf, nachher bekommst du noch Diabetes. Köstlich. Schauer laufen mir über den Rücken. Du hast deine Pflicht erfüllt. Hier, nimm. Eine Kürbiskutsche. Ich brauche mehr Lollis. Ich bin süchtig. Zucker. Mama braucht Zucker. Obwohl es... ja, obwohl es ein Typ ist. Genau, jetzt bekommen wir eine Kürbiskutsche. Es sieht halt schon geil aus. Oh mein Gott. Das würde ich gern hier in die Mitte stellen. Wir stellen es mal hier in den Weg. Dann spammen wir unser Inventar nicht so zu. Wir gucken uns das ganze Halloween-Zeug dann wahrscheinlich im nächsten Part an. Wenn wir wieder nächsten Monat haben. Ich lege mal alles hier ab. Kürbisboden auch. Okay. Kann ich den Hut jetzt wieder abnehmen? Werde ich dann erkannt? Wollt ihr irgendwas von mir? Nein? Okay. Dann würde ich jetzt kurz bei Dörte vorbei. Die schenkt einem neues Zeugs. Bin unterwegs, Dörte. Wo ist Dörte? Oh. Das nehmen wir natürlich mit.
5000 Sternis, alles klar. Ja, das sollte. Jo, gib mir was, Alter. Ja, komm. Nimm. Boah, krass, Chef. Willst du zufällig einen Lolli? Ich hätte da was mit Vanillearoma. Ist auch gar nicht künstlich. Ehre. Dörte gönnt auf jeden Fall. Marianne ist auch weg. Die chillt dann wahrscheinlich irgendwo beim Strand. Gehen wir mal bei Maria vorbei. Mal schauen, was die so zu bieten hat. Oh, krass. Ich habe schon gedacht, du hast mich vergessen. Du hast mich 3 Tage lang nicht angesprochen. Hier, alle, die vorbeikommen, kriegen einen Bonbon. Viel Spaß damit. Wild. Wahrscheinlich habe ich am Ende zu viele Bonbons. Aber den Rest kann man ja verkaufen. So, Dörte kommt erneut. Ah, da vorne ist Marianne. Okay. Kann man nur einen Lolli haben immer, oder? Kann man auch mehrere im Inventar haben? Eine Bastelanleitung. Ah, man kriegt... Wow. Okay. Man kriegt auch Anleitungen. Das wusste ich nicht. Das macht die ganze Sache hier jetzt nochmal interessanter. Das Kostüm steht dir. Gib mir Süßes, also bitte. Sonst muss ich hier leider einen Streich spielen. Blub, blub. Ich könnte Marianne auch einen Streich spielen. Ich hau sie einfach in die Pfanne. Wortwörtlich, Lül. Erstmal Kalamari-Ringe essen. Auch ein Lolli. Okay, man kann mehrere Lollis bekommen. Gut. Viel Spaß noch. Ja, ich komme nachher nochmal vorbei, Marianne. Oh, ich habe so viele coole Bewohner. Ich find's krass. Ich hätte gerne noch Zucker. Oder wie der Dude heißt. Euch bin ich egal, oder? Nein? Trick oder Trüffel und... Da, nimm. Kann man die auch einfach so wieder ansprechen? Okay, eine Bastelanleitung. Kürbis, Tischgedeck. Haben wir dann da schon alles? Ja, komm, Jakob. Bruder, hast du wieder ein paar Lollis für mich? Ich geb dir dann was. Ich bin süchtig. Okay. Hier, nimm 2. Nimm 2, wisst ihr, weil Bonbons. Nein, boah, geil. Ich kann wieder was essen. Na, nimm. Ich glaube, er ist einfach zuckerkrank. Die Bastelanleitung für. Kürbiskutsche. Alles klar. Die Frage ist, wie lang kann man das machen? So. Nehmen gerade auch den nächsten Lolli. Was kriegen wir als nächstes? Alle Pflichten erfüllt, jo. Und wir bekommen... Kürbisstab. Haben wir das Event jetzt schon durchgespielt? Weil der Stab ist eigentlich immer das Letzte. Wie sieht denn der aus? Wir gucken uns das Zeug gleich mal an. Das Tischgedeck haben wir schon gesehen. Was ist mit Hamid los? Lül. Und die Kürbiskutsche ist wahrscheinlich arschteuer. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, das geht. Ja, 30 Orange-Kürbisse. Ja, lol. Gut, dass wir schon so ein Ding haben. Und der Kürbisstab geht eigentlich noch voll klar. Hätte ich nicht gedacht. So. Nimm. Es ist halt typisches Trick-or-Treat. Also, ich habe es noch nie in Animal Crossing gespielt. Das gibt es ja seit der Wii.
Ich habe seitdem immer verpasst. Das ist das erste Mal, wo ich sowas mache. Die Frage ist jetzt, war das in den alten Animal Crossing Teilen auch so? Oder wurde das verbessert? Würde ich gerne mal in den Kommentaren wissen. Kann ich die Dudes jetzt einfach ansprechen? Ich bin auf vielen Ebenen verwirrt. Ein Kürbistor. Okay, wir bekommen echt viel Zeug. Flora, okay. Jetzt haben wir wieder alle angesprochen, jetzt gehen wir wieder in irgendeinen Raum rein. Und dann machen wir weiter. Aber wir erlernen noch kurz das Zeugs hier. Dann haben wir da schon mal keine Probleme. Was Inventarplatz angeht. Bei wem waren wir heute noch nicht? Bei Sinan. Dann haben wir echt mit allen geredet heute. Oder? Warte, mir fehlt noch Jule, aber Jule zieht aus. Jule ist egal. So. Sinan lange nicht mehr gesehen. Oh ja, ich kann mich an dich erinnern. Du bist doch meine Tochter, oder? Oh, mein dementes Hirn lässt so langsam nach. Jo, alles gut, Sinan. Das ist verständlich. Und danke fürs Bonbon. Immerhin wusstest du, dass Halloween ist. Obwohl ich das nicht an Halloween aufnehme. So, Marianne, wo bist du? Die ist safe wieder am Ast der Welt. Nein, hier ist sie. Oh, seht ihr die Grille? Die ist süß. Ich habe die noch nie so gezoomt gesehen. Das sind ekelhafte Viecher. Grillen sind echt bar. Und wir bekommen einen weiteren Lolli. Die hat ziemlich viele, kann das sein? Oder war das Dörte, wo uns den letzten geschenkt hat? Hm. Ich bin verwirrt. So, wie viel von den Dingern haben wir noch? Ich glaube, wir brauchen 7 Lollis insgesamt. Jetzt haben wir 3. Kürbistisch, alles klar. Den haben wir auch noch nicht. Dann können wir jetzt noch mit den anderen 3 reden und dann muss ich noch Dörte suchen. Dann haben wir alles maximiert. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das geht. Okay, wir können jetzt Kürbislaternen basteln. Cool, das ist cool. Dann sind wir beim nächsten Halloween auf jeden Fall besser vorbereitet. Und Andrea bekommt auch noch was. Ich weiß nicht. Mit Andrea werde ich auch nicht so warm. Komischer Charakter. Sieht eigentlich cool aus. Vielleicht gewöhne ich mich an sie. Also keine Ahnung, mit Jule bin ich zum Beispiel auch nicht warm geworden. Deswegen ist sie jetzt weg. Und wird durch was Besseres ersetzt. Mal gucken, was kommt. So. Dann gehen wir mal Lollis ab. Es ist viel Gerede. Finde ich. Man kann auch die Textgeschwindigkeit nicht mehr einstellen. Wie bei alten Animal Crossing Teilen. Ich glaube, da ging es nochmal. Also noch, nicht nochmal. Okay, wir bekommen ein T-Shirt. Ah, jetzt bekommt man erstes Jakob-Gewand. Ich habe es zugesendet bekommen. Also wer es haben will...
Ich mach's auf den Kleiderstand. Ich brauch keine zwei Stück. Wow. Wunderbar. So, Dörte. Wo bist du? Ah, mit Kokon müssen wir auch noch reden. Ich finde sein Outfit so gut. Es ist so ein cringer Charakter. Er ist halt die Definition von merkwürdig. Noch ein Lolli? Ehre. So. Dann gehen wir kurz bei Jule vorbei. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Ah, sie zieht nur aus, okay. Jo, ciao Jule. War schön mit dir. Man riecht sich. Die war jetzt aber auch recht lang da. Ich glaube, sie war fast ein Jahr hier auf der Insel. Aber das finde ich gut gemacht von Animal Crossing, dass die Bewohner nicht einfach wegziehen. Sondern dass sie deine Genehmigung brauchen. Ohne Kürbisvogelscheuche, das hört sich auch sehr interessant an. Ich würde die ganze Deko gerne noch im Herbst platzieren. Die Vogelscheuche wird auch gut ins Feld reinpassen, ins Kürbisfeld. Ah, hier ist Dörte. Wunderbar. 15 Bonbons haben wir noch. Und zwei Lollis brauchen wir noch. Das ist ein komischer Kamerawinkel aktuell. So. Mal schauen, was uns Sascha jetzt noch gibt. Ich glaube, so viel Zeug haben wir gar nicht mehr. Oh mein Gott, wie viel Anleitung bekommt man hier? Krass. Was will ich mit der ganzen Anleitung? So. Kürbisturm? Ah, wie beim Rathaus, glaube ich. Ja, doch. Wo sind denn jetzt die anderen? Andrea finde ich jetzt gerade nicht. Ich finde nicht mal Jakob. Jakob ist einfach despawned. Komplett. Wow. Ah, hier ist er. Yo, Bro, ich habe noch zwei Lollis. Also eine halbe Stunde muss man circa investieren in das Event. Plus Süßigkeiten kaufen und plus anderes Zeugs machen. Wunderbar. Und die Belohnung ist... Nochmal eine Jakob-Maske? Haben wir schon alles? Hey, wir haben doch eine Jakob-Maske geschenkt bekommen. Warum schenkt er uns nochmal eine? Mal schauen, wenn wir jetzt nochmal das gleiche bekommen, dann haben wir auf jeden Fall alle Lollis. Jakob gewandt? Ja. Okay. Lollis brauchen wir keine mehr. Wie sieht's mit Anleitungen aus?
Ist das Event an der Stelle für uns gelaufen? Dann brauchen wir genau 30 Minuten. Oder haben genau 30 Minuten gebraucht. Bisschen mehr. Ich wüsste jetzt halt gern, wo die ganzen anderen Charaktere sind. Die sind halt, glaub, echt despawned. Gehen wir kurz rein und raus, also laden das Zeug neu. Dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Oh, Melinda. Tom Nook mit diesen kleinen Teufelshörnchen. So. Nimm. Mal schauen. Noch ein Lolli? Ich kann es nicht ganz glauben, dass es jetzt schon vorbei ist. Irgendwas Specialhaftes muss es doch noch geben. Wo sind die ganzen Charaktere? Hä? Hier ist Dörte. Ich finde halt keinen mehr. Kürbislaternen-Set, ist es neu? Ich glaube, davon haben wir noch nicht alle. Ich glaube, bei dem Kürbiskopf haben wir alle, aber hier haben wir noch nicht alle Sachen. Da muss es doch noch irgendwas Krasses geben. Was passiert, wenn man einem Bewohner so einen Lolli gibt? Kürbiszaun, okay. Wild. Und was gibst du mir? Wir machen das jetzt einfach durchgehend. Wir haben aber bald keine Süßigkeiten mehr. Noch ein Lolli. Die werde ich auf jeden Fall noch in dem Part abgeben. Der Part wird ein bisschen länger, ich hoffe, das stört euch nicht. So. Was schenkst du ihr noch, Sascha? Kürbissau nochmal? Okay, da doppelt sich es jetzt das ganze Zeug auch so langsam. Also ich glaube, wir haben echt alles. Also wir haben jetzt den Kürbiszaun doppelt, wir haben alles andere doppelt. Aber wir brauchen nochmal eine Bestätigung, dass wir was doppelt haben. Ja, wir haben mit Tami schon getan. Okay. Wir müssen doch... Wo ist denn Andrea jetzt? Oh Gott. Noch eine Anleitung. Nehme ich mal mit, öffnen wir im nächsten Part. Da oben ist sie. Komm. Ich werf dir Süßigkeiten hinterher. Ja, ich meine, 28 Bonbons sind schon viel. Okay, man bekommt nur noch Lollis. Ich geb's auf. Also ich glaube, wir haben jetzt alles. Berichtigt mich, wenn was falsch ist. Aber ich denke echt, wir haben jetzt alle Items. Jakob gibt uns jetzt, glaube ich, nochmal die Bestätigung. Dem geben wir einfach den Rest. So. Okay, was bekommen wir? Bekommen wir irgendwas Specialiges? Nee. Nochmal eine Jakob-Maske. Okay, ich würde sagen, das war's dann mit dem Halloween-Event. War recht interessant. Hatten wir in der Form auch noch nicht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will euch bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blast mir einen Schuh. Next Part geht's weiter.
mit dem November. Und dann kommen wieder aktive Parts. Tschüss und bis bald.